Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge mit unserem Airport-CEO. Ja, ich hatte doch gesagt, ich lasse ein bisschen vorlaufen. Und wenn ich jetzt meine Flugübersicht anschaue, da sind wir zwar jetzt, der aktuelle Tag war ja leer, aber der Tag ist voll. Ja, wie kommt das? Ja, man bekommt immer regelmäßig neue Angebote, die man dann hier rein platzieren kann. Jetzt an dem Tag kann man das natürlich nicht mehr reinsetzen. Jetzt schauen wir weiter und ich stelle fest, nanu, die sind ja nicht bloß am Donnerstag da, sondern auch am Freitag. Ja, das ist richtig, weil man bekommt ja hier mehrere. Hier haben wir zum Beispiel nicht bloß die zwei von Forest Air, sondern sieben. Und hier von Stripe bereits 20. Und das zieht sich hier nach hinten durch, bis dann wieder am Dienstag keiner mehr da ist. Also, dann gehe ich jetzt am Samstag und ziehe natürlich den jetzt am Samstag hier rein. Der 989, kommt dann auch hier am Sonntag. Genau. Ich hoffe, das wird hier einigermaßen klar. Jetzt haben wir noch Mittwoch. Und man sieht hier unten so grüne Punkte. Es hat sich was Neues getan, zur Sicherheit erstmal. Und zwar gibt es hier eine Flughafenpolizeistation, die wir natürlich hier gleich reinbauen an eine interne Straße. Und hier auch eine Notfallleitstelle. Das sind Riesenkisten, die man aber hier ohne Probleme hier reinsetzen können. Und was ist zwischenzeitlich noch passiert? Hier werden wir es dann mal sehen. Ich weiß es jetzt nicht, was hier passiert ist. Das ist auf jeden Fall einmal jetzt das Wichtigste. Und es ist ja, ich lasse mal noch mal ein bisschen schneller laufen. Jetzt hatte ich noch mal ein Projekt gestartet, und vor allem den Jet A1 Treibstoff. Weil den brauchen wir ja dann für unsere größeren Flieger. Dafür müssen wir uns natürlich auch die Genehmigung holen und hier mal 6 Leute anstellen. Und man sieht es dann auch immer, auch wenn ich jetzt ein bisschen schneller laufen lasse, wie langwierig das teilweise ist. Aber das macht ja nichts. Wo habe ich das jetzt gedreht? Ja, stellen wir wieder so her, so passt es. So, und da sieht man jetzt auch, da können wir jetzt das kleine Treibstofflager schon mal bauen. Das bauen wir jetzt einfach mal. Das können wir ja hier herstellen. Genau. Das passt. Genau. Und das war es ja wahrscheinlich auch, warum das hier diesen blauen Popel hatte. So, das Ding ist fertig. Und jetzt können wir uns auch dazu Fahrzeuge holen. Oder müssen wir uns Fahrzeuge holen, und zwar die Flughafenpolizei, einen Rettungswagen und natürlich ein Feuerwehrauto. Das ist klar, braucht man ja auch am Flughafen. Nur zur Sicherheit. So, im Moment tut sich hier noch nichts. Wenn ich aber jetzt hier reinschaue, ist es auf den nächsten Tag gesprungen, auf den Donnerstag. Und hier sieht man ja, der erste Flieger kommt aus Wilhelmina, aus Schweden, und der nächste kommt aus Lille, in Frankreich. Und hier sieht man mal was Neues. Hier sind 3 Leute dabei und 4 wollen einsteigen. Und hier sind 6 Leute dabei und 7 wollen dann einsteigen. Okay, lassen wir mal ein bisschen weiterlaufen. So, da sind, kommen jetzt die Fahrzeuge. Die fahren natürlich da auch rein, auch wenn man es schlecht sieht. So, und jetzt kommen hier Fahrzeuge. Jetzt stelle ich mal wieder zurück auf Normalgeschwindigkeit. Da kommt hier Auto. Und noch eins. Und hier aus dem Taxi. Man sieht es ein bisschen schlecht, aber da kommt jetzt einer. Beritz de Tatania. Eine aus Georgien. Geboren 1951, weiblich,
61 Kilo, 1,88 groß. Und was hier noch auffällig ist, die Blase meckert. Sie muss aufs Klo. Und da können wir natürlich jetzt gleich mal Abhilfe schaffen und gleich mal eine Toilette basteln. Muss ja nicht so groß sein. Aber die wollen natürlich auf Toilette auch mal gehen zwischendurch. Das wäre ja am Flughafen blöd ohne Klo. Eine kleine Tür rein. Und dann natürlich dementsprechend die Toiletten. Und natürlich auch Waschbecken. Man sieht es immer ein bisschen schlecht. Mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Hier machen wir 4 Waschbecken. Und auch dementsprechend hier Handtrockner nochmal 3. Okay, und jetzt sieht man auch, das sind hier 2 Leute, die hier ein bisschen rumirren. Und jetzt sieht man auch schon einen Fluggastbetreuer, der hier wartet. Und man sieht hier auch, der Check-in-Schalter öffnet um 3, also in einer Viertelstunde. Aber wir werden natürlich unseren Leuten hier schon mal ein paar Sitze hierher basteln. Die müssen hier nicht unbedingt hier rumlaufen, können sich auch in aller Ruhe hersetzen. Und hier, wenn wir das hier von schönen Pflanzen einrahmen. Okay, lassen wir weiterlaufen. So, jetzt geht es hier gleich los. Da kommen natürlich jetzt die Bauarbeiter rein. Das sind keine Fluggäste. So, und jetzt geht es hier los. Jetzt ist der Schalter ist geöffnet. Und die checken jetzt ein. Und jetzt hat der auch sein Boardingpass. Für 8 Uhr. Nach Wilhelmina. Okay. Jetzt geht er hier durch die Sicherheitskontrolle durch. Legt seine Tasche her, geht durch, nimmt die Tasche wieder. Okay, da ist natürlich jetzt noch nichts los, der Flieger ist noch gar nicht da. Die soll natürlich sich auch nach Möglichkeit in aller Ruhe hierher setzen können und hier warten, bis ihr Flieger kommt. Machen wir das mal so wie im anderen Bereich. Wir haben ja jetzt noch nicht so viele Fluggäste. Und jetzt geht es auch auf der Seite los. Das ist ja 3.30 Uhr mit dem SA-817. Und wenn wir hier reinschauen, sehen wir ja fest, das ist der SA-817. So, jetzt können wir die Toiletten auch öffnen. Für beide Geschlechter machen wir das jetzt einfach. Macht ja nichts. Hat man ja ab und zu mal, vor allem auch in den USA, wo dann eine Toilette für beide Geschlechter ist. Und natürlich, während die hier warten, sollen die ja auch aufs Klo gehen dürfen. Da werden wir auf der Seite auch so ein Klo hier reinzimmern. Auch eine Tür rein. Und auch natürlich und dementsprechend Toiletten. Und Waschbecken. Und die Handtrockner. Okay. Und die gehen natürlich auch gleich aufs Klo. Aber nicht nur die, sondern auch die Mitarbeiter. Die warten hier schon tagelang, dass sie mal aufs Klo dürfen. Es ist bereits Tag 4. Da ist klar, dass die da natürlich jetzt unbedingt aufs Klo wollen. So, und die Check-in-Phase ist jetzt wieder rum. Die sind jetzt hier alle schon drin. Jetzt haben wir noch keine Flüge, weil auch noch keine Flieger da sind.
Und ich stelle hier an dem Ausrufezeichen fest, wir können hier schon wieder Flüge platzieren. Das schauen wir mal hier rein. Man sieht sie mal an der Zahl. Also diese gibt es praktisch dreimal, wird die auftauchen. Der FA-81. Man sieht sie hier zweimal, dreimal und dann ist er wieder weg. Aber in erster Linie interessiert uns ja mal der heutige Tag. Und da landet gleich der FA-146. Und da sieht man es ja an den Leuten. FA-146 will der oder will die Lausen Kirsten? Genau, und jetzt kommt hier oben die Meldung, wenn man es hier mal reinschiebt, das erste Passagierflugzeug ist jetzt hier im Anflug. Und das ist dieser Flieger. Die werden wir jetzt mal beobachten. Wie der hier reinfliegt. Jawohl, und landet auch hier. So, jetzt steigen hier Leute aus. Man sieht, jeder zahlt 15 Euro. Der Ausstieg läuft. Stellen wir hier oben fest, grün, alle drei sind raus. Genau, die können jetzt hier dann praktisch den Flughafen verlassen. Ohne Probleme. Und auch zwischenzeitlich die Ramp Agents werden hier die Inspektion mal durchführen von dem Flieger. Und hier sieht man auch mittlerweile, dass um 7.15 Uhr das Boarding beginnt und zwischenzeitlich wieder was. Da haben wir es drei mal wieder Flüge für uns. Können wir natürlich hier gleich reinsetzen. Und warum das hier zum Beispiel nicht geht, das haben wir hier eingestellt. Minimaler Abstand der Flüge, 30 Minuten. Es kann manchmal zu Verzögerungen kommen. Man braucht ein bisschen Luft. Ich bin sogar geneigt, später mal ein bisschen hochzustellen. Und jetzt ist unser zweiter Flieger da. Da steigen jetzt wieder Leute aus. In dem Fall sogar 6 Leute. Und wenn man hier dann reinschaut bei der Wirtschaft, stellt man fest, ja, die Passagiere zahlen was. Und zwar ihre Fluggastgebühren. Jetzt nur 135, aber später mal haben wir ja auch hunderte von Passagieren und dann läppert sich das schon. So, und jetzt müssen wir hier mal, muss ich mal schauen, wo war das wieder? Genau, da können wir jetzt mal Patrouillen erstellen. Und zwar für Sicherheitspersonal. Ja, wieso geht es hier nicht? Ah, okay. Die lassen wir mal hierher fahren. Patrouille speichern. Natürlich, das ist jetzt nur mal, weiß ich nämlich aus dem Tutorial, dass man es einmal auch wieder löschen muss. Speichern, genau. Die fahren jetzt hier ihre Runden regelmäßig. Genau, und jetzt braucht man auch die Polizei, die hier regelmäßig auf und ab fährt und nach dem Rechten schaut.
So ist es. Genau, die fahren halt hier mal so rum. Das passt alles, würde ich sagen. Und hier sehen wir schon wieder unseren Fluggastbetreuer, der hier jetzt wartet. Noch 4 Minuten. 3, 2, 1. Und jetzt beginnt das Boarding. Und man merkt auch, die Leute werden unruhig. Die merken das. Und wollen natürlich hier in ihren Flieger einsteigen. Zeigen praktisch ihren Boarding Pass und stellen hier ein und es wird ihnen wieder 15 Euro abgebucht. Und damit ist das Boarding durch. Und der Flieger wollte ja um 8 Uhr spätestens starten. Da stellt man mal fest, das ist super gelaufen. Kann man mal ein bisschen Gas geben und er startet jetzt. Und man sieht auch, hat es kurz aufblinken gesehen, 2.500 Euro. Das hat der Flieger jetzt bezahlt, das Flugzeug, für die Parkgebühren. Und muss natürlich jetzt wieder für die Landebahn zahlen, das ist ganz klar. Und langsam aber auch sicher bekommen wir hier ein bisschen ein Plus. Da ist es nicht schön und auch das nächste Boarding geht los. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es gibt noch wahnsinnig viel zu entdecken und dadurch werde ich mal sagen, 10, 15 Folgen mache ich auf jeden Fall. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag.